Polly, Nirvana. Ihr benötigt folgende Akkorde. Dis-Moll. Den könnt ihr euch ableiten vom A-Moll. Vielleicht kennt ihr euer A-Moll ja so, wenn ihr euch schon mal im Internet oder irgendwo halt ein paar Grifftabellen angeschaut habt und spielt das so oder so. Spielt das genau, also drückt das genauso bloß mit anderen Fingern. Seht ihr, Ring, kleiner Mittelfinger, und habt dann den Zeigefinger sozusagen frei und legt den in den nullsten Bund Barré quer über alle Seiten drüber. Und dann könnt ihr diesen Barré-Griff A-Moll 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal verschieben, sodass euer Zeigefinger im sechsten Bund liegt. Das ist übrigens ein Feld, was man Bund nennt, was zwischen zwei Bundstäbchen liegt. Also ihr seht, das sind solche Bundstäbchen auf der Gitarre. Ja. Und das Feld dazwischen, das nennt man Bund. Also das ist der sechste Bund, der fünfte Bund, vierter Bund, dritter, zweiter, erster, und hier vorne ist der nullste Bund. Plus zur Info. Wisst ihr ja, aber manche wissen es vielleicht nicht und sagen dann, ah, das ist aber interessant, was der hier erzählt. So, also Zeigefinger in den sechsten Bund, A-Moll. Na. Dort seid ihr angekommen, wenn ihr euren A-Moll-Griff als Barré-Griff halt, Barré heißt französisch quer, verschoben habt bis in den sechsten Bund. Und dann greift ihr noch euren Griff A-Moll, aber der heißt jetzt nicht mehr A-Moll, sondern Dis-Moll. Und wenn es geht, auch die dicke E-Seite nicht mit anschlagen, denn im Bass, also der tiefste Ton, sollte immer laut der klassischen Harmonielehre immer genau denselben Namen tragen, wenn es nicht anders gekennzeichnet ist. So wie der Akkord halt heißt, also beim Akkord Dis-Moll sollte auch der tiefste Ton Dis heißen. Und das ist der Ton auf der A-Seite, der heißt Dis oder S. Das nennt man enharmonische Verwechslung, also es sind manchmal mehrere Namen halt für einen und denselben Ton, in dem Fall halt 2 Dis oder S. Und es kommt halt dann auf die Tonart drauf an, wie der dann halt benannt wird. In dem Fall ist es Dis. Und das müsst ihr halt berücksichtigen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die dicke E-Seite mit anschlagt, dann habt ihr auf der dicken E-Seite, hier wo ihr mit dem Zeigefinger dann drückt beim Dis-Moll, diesen Ton, oder ja, der heißt A is oder B. Das klingt etwas falsch. Also versucht, wenn es geht, die dicke E-Seite, wenn ihr einen Dis-Moll-Griff greift, nicht mit anzuschlagen. Ja. Okay. Als nächstes benötigt ihr, ich muss mich etwas schneller fassen, denn es ist leider so, ich glaube, bei YouTube kann man nur 15 Minuten rüberladen und ich will ja auch das zu YouTube laden und deswegen muss ich mich sehr, sehr beeilen. Die Zeit hängt mir im Nacken. Deswegen wundert euch nicht und sagt, oh Gott, was erzählt der? Warum ist das so schnell? Warum erzählt das so schnell? Das ist ja unglaublich. Ach, das ist mir unangenehm. Ich muss es so tun, weil sonst können wir das nicht noch am Ende spielen. Also, okay, entschuldigt bitte, aber ich muss etwas schneller reden. Hoffentlich versteht das. Dann spult einfach zurück und schaut es euch nochmal an. Als nächstes benötigt ihr Fis. Wenn ich sage Fis, meine ich Fis-Dur. Diesen Griff könnt ihr euch auch ableiten, und zwar vom Griff E. Ihr kennt es vielleicht so aus dem Internet oder so. Greift es einfach so genau, aber mit anderen Fingern. Seht ihr mit welchen? Und zwar habt ihr dann wieder den Zeigefinger frei, legt den über den nüllsten Bund, Barré, quer, also Barré-Griff E, verschiebt er zum F-Fis. Und dann habt ihr euer Fis. Zweimal weiter verschoben. Ne? Diesen E-Griff zweimal weiter und habt ihr Fis. So, und weiterhin benötigt ihr noch Cis-Dur. Griff Cis. Und den könnt ihr euch auch ableiten vom Griff A. Also wenn ihr euren Griff A, den kennt ihr bestimmt so aus den Grifftabellen, wie auch immer, wo ihr euch das ja mal angelernt habt, dann diesen Griff A nicht so greifen, sondern so, dass ihr dasselbe drückt, aber wieder mit anderen Fingern, Mittelring kleiner in dem Fall. Und den Zeigefinger habt ihr jetzt frei, den legt ihr quer über den nüllsten Bund. Und dann verschiebt ihr das so, dass ihr dann irgendwann einen Zeigefinger im vierten Bund habt. Und dann habt ihr euren Griff Cis. Cis-Dur. So. Weiterhin benötigen wir noch den Griff H. Da schiebt er diesen Griff Cis einfach zweimal zurück. Auch bei diesem Griff H und auch bei Cis. Ne, wenn es geht, die dicke E-Seite nicht mit anspielen. So, dann benötigt ihr noch A, also wieder zweimal zurück den Griff H. Dann könntet ihr dieses A so spielen, wenn ihr wollt. Dicke E-Seite nicht mit anspielen, wenn es geht. Könntet das A auch so spielen. Ne. Aber ihr könntet das A auch so spielen, das mache ich dann so. Und zwar, ich spiele dieses E als Barré-Griff und verschiebe das zum F. A. Okay, nochmal ganz schnell, weil es so schnell ging, aber wie gesagt, die Zeit sitzt im Nacken. Die Akkorde alle hintereinander, die ihr braucht. Dis-Moll, Fis-Dur, Cis, H-Dur, A, A-Dur bin ich. A ist auch meine Dur. Ja, Cis, H, oder wie auch immer. Okay, also,
Für die Rhythmik der rechten Hand schlage ich euch folgendes Rhythmusmuster vor. Und zwar teilen wir das ein in das Rhythmusmuster für die Strophe und das Rhythmusmuster für den Refrain. Das Rhythmusmuster für die Strophe ist folgendes. Und zwar in der Strophe kommt diese Akkordkette. Dismol, Fis-Dur, Cis und H. Im Refrain noch schnell vorneweg kommt diese Akkordkette und zwar Cis-Dur, H-Dur, Fis-Dur und A-Dur. Eine Weile immer hintereinander. Ja? Genauer gesagt, das Strophenthema kommt immer sechsmal hintereinander, dann kommt achtmal hintereinander das Refrain-Thema, dann kommt sechsmal hintereinander das Strophenthema, dann kommt achtmal hintereinander das Refrain-Thema, dann kommt sechsmal hintereinander das Strophenthema, dann kommt achtmal hintereinander das Refrain-Thema und dann kommt Schlussakkord Dismol. Kann man sich gut merken, ganz einfach. Okay, also jetzt nochmal. Das Rhythmusmuster für die Strophe besteht aus 16 Zählzeiten, teilen wir es der besseren Übersicht wegen in 2x8 Zählzeiten. Also, beim ersten Mal, wenn er bis 8 zählt, macht er bei der Strophe, greift Dismol, spielt Abwärtsschlag, Aufwärtsschlag durch die Luft, bei 3 Abwärtsschlag, bei 4 ein Aufwärtsschlag, aber ihr vernachlässigt die Druckkraft des Akkordes. Also ihr stoppt den sozusagen ab. Wenn ihr den so greift, wie ihr ihn greift, ihr drückt den aufs Griffbrett, dann klingt das so. Wenn ihr aber die Hand wegnehmt, habt ihr es gehört, wupp, ja, nimmt sie natürlich nicht ganz weit weg vom Griffbrett, bloß so, dass ihr die Saiten noch berührt, aber nicht mehr auf das Griffbrett drückt, dann ist diese Sache halt abgestoppt und klingt so, bei 4 mit Aufwärtsschlag, bei 5 spielt ihr den Griff Fis mit Abwärtsschlag an, dann bei 6 mit Aufwärtsschlag, bei 7 ein Perkussionsschlag, Entschuldigung, und bei 8 wieder die Druckkraft etwas vernachlässigen, abgestoppt Fis spielen, ne? Also nicht drücken, sondern abstoppen, indem er etwas die Hand etwas abhebt, aber nicht weit, sondern so, dass er die Saiten berührt und dann nicht mehr die Saiten aufs Griffbrett halt drückt. So, im Weiteren sage ich immer abgestoppt spielen. Wisst ihr schon, wie ich es meine? Ne? Ich muss mich auch kurz fassen. Die Zeit sitzt im Nacken. YouTube, 15 Minuten. Nur, Mensch, das ist aber schade. So, und die zweite Hälfte in der Strophe, da macht ihr, zählt auch einmal bis 8 und spielt halt beim ersten Mal auf Zählzeit 1 das Cis an, bei Zählzeit 2 Aufwärtsschlag, immer noch Cis, jetzt bei 3 Abwärtsschlag mit Perkussionsschlag gespielt, bei 4 rutscht ihr schon zurück jetzt und spielt das H mit Aufwärtsschlag an, bei 5 schwingt das H weiter, bedrückt, ja, und macht einen Abwärtsschlag durch die Luft, bei 6 ein Aufwärtsschlag, bei 7 ein Perkussionsschlag, immer so bloß kratzen, ne, gleich wieder mit den Handballen abstoppen, bei 7 und bei 8 diesen Akkord H abgestoppt spielen, also das H jetzt sozusagen etwas locker lassen, nicht die Hand ganz abheben, wie ich vorhin sagte, bloß ein bisschen locker, sodass ihr halt diesen Griff noch greift, aber nicht mehr die Saiten aufs Griffbrett drückt. Dadurch ist das so abgestoppt. Okay, jetzt mal die ganze Rhythmik schnell und vielleicht trotzdem informativ hintereinander. Und zwar geht los mit Dismol. 1, Abwärtsschlag. 2 ist Aufwärtsschlag durch die Luft. Dann 3 ist Perkussionsschlag. 4, Dismol etwas abheben. Abgestoppt mit Aufwärtsschlag anspielen. Jetzt bei 5 Fis mit Abwärtsschlag anspielen. Bei 6 Fis mit Aufwärtsschlag anspielen. Bei 7 Perkussionsschlag machen. Bei 8 Fis etwas abheben, sodass ihr es mit Aufwärtsschlag abgestoppt anspielen könnt. So, jetzt beim zweiten Mal, wenn ihr bis 8 zählt, spielt ihr bei 1 Cis mit Abwärtsschlag an. Bei 2 Cis mit Aufwärtsschlag. Bei 3 Perkussionsschlag. Bei 4 rutscht ihr schnell zum H, spielt es mit Aufwärtsschlag an, bei 5 macht den Abwärtsschlag durch die Luft, bei 6 spielt ihr H mit Aufwärtsschlag an, bei 7 macht den Perkussionsschlag und bei 8 lockert ihr die Druckkraft vom H, sodass ihr es abgestoppt mit Aufwärtsschlag anspielen könnt. So, das alles jetzt mal schnell hintereinander. Also. Das Rhythmusmuster für den Refrain jetzt noch. Und zwar, ihr greift im Refrain nochmal zur Wiederholung die Griffe Cis-Dur, H-Dur, Fis-Dur und A-Dur und macht auch sozusagen 16 Zählzeiten, spielt auch ein Rhythmusmuster über 16 Zählzeiten, was ihr dann wieder in zwei Hälften teilt. Aber hier ist es nicht so, dass jede Hälfte ein eigenes Rhythmusmuster hat, so wie es in der Strophe eben war, sondern ihr macht in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte vom Rhythmusmuster der Strophe genau dasselbe, nur mit anderen Akkorden. Deswegen kommt mir das zugute, denn ihr wisst, die Zeit sitzt mir im Nacken. Also das Rhythmusmuster, wenn ihr das erste Mal bis 8 zählt, vom Refrain, ihr greift euren Akkord Cis und spielt 1 Abwärtsschlag an, das Cis, bei 2 Aufwärtsschlag, bei 3 Perkussionsschlag,
Bei 4 rutscht er schon zum H, spielt das H mit Aufwärtsschlag an. Jetzt bei 5 ein Abwärtsschlag durch die Luft. Bei 6 wieder das H mit Aufwärtsschlag anspielen. Bei 7 ein Perkussionsschlag. Und bei 8 das H etwas lockern, sodass er es abgestoppt mit Aufwärtsschlag anspielen könnt. Okay. Das genau selbe Rhythmusmuster macht ihr wieder, aber mit anderen Akkorden beim zweiten Mal, wenn ihr bis 8 zählt. Das wollen wir jetzt aus Zeitgründen gleich mal machen. Ich spiele es dann nochmal alles beides hintereinander, die erste Hälfte, die zweite Hälfte vom Refrain. Aber jetzt nochmal schnell, die zweite Hälfte geht mit Fis los, bei 1 genau Abwärtsschlag wie vor uns. Jetzt 2 Aufwärtsschlag, bei 3 Perkussionsschlag. Bei 4 rutscht ihr zum A, ich nehme dieses mit Aufwärtsschlag. Jetzt Abwärtsschlag durch die Luft, Aufwärtsschlag bei 6, bei 7 Abwärtsschlag. Perkussionsmäßig gespielt und jetzt die Druckkraft vernachlässigen bei 8 und A aufwärts so anspielen, dass es etwas abgestoppt klingt. Okay, das mal etwas schneller. Also, jetzt komplett Rhythmusmuster, alles zusammen. 2x bis 8, immer dasselbe beim ersten und beim zweiten Mal, wo er bis 8 zählt. Also, Cis 1, 2, 3, jetzt zum H 4, 5 durch Luft, 6, Perkussionsschlag und bei 8 diesen abgestoppten spielen. Jetzt spielt ihr beim zweiten Mal Fis 1, 2 durch Luft, 3 Perkussionsschlag, bei 4 rutscht zum A, mit Aufwärtsschlag, Abwärtsschlag durch Luft, 6 ist Aufwärtsschlag, 7 ist Perkussionsschlag und jetzt ist A bei 8 abheben und etwas abgestimmt anspielen. So, und das jetzt mal ohne, dass ich was erkläre, einfach mal hintereinander. Also, Cis. Ich hoffe, die Zeit reicht. Wir spielen mal dieses Lied. Es beginnt halt mit der Strophe, also Dis Moll. Versuchen wir das mal. Ich schalte mal ein, hoffentlich erwischen den Einsatz. Und